Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Genau, hier wollen wir rein und mal gucken, was für eine Waffe wir auswählen. Och, nehmen wir mal das hier. Soll ausreichen, habe ich mir sagen lassen. Und soll nicht nur ausreichen, es tut auch ausreichen. Gut, das hätte ich vielleicht auch noch vom Pferd aus irgendwie gekonnt. Rein nach Motto, gekonnt ist überhaupt gekonnt. Aber gut, reiten wir einfach mal weiter in die Prärie hinein. Und ich glaube, der Turm da könnte auch ein Ziel für uns sein, den ich da hinten sehe. Ja, reiten wir erstmal hier weiter. An der Pfütze vorbei. So gehört sich das doch. Und ich hoffe, dass die Dinger hier nicht aktiv sind. Das wäre nämlich ein kleines bisschen doof. Wenn da noch ein bisschen Leben drin steckt, dann gibt's Escher. Die Hateno-Festung. Oh, da haben wir doch gleich mal einen Wandersmann oder so. Ohne jemand, der mich wieder töten will. Das kann natürlich genauso gut sein. Ah, fragen wir erstmal nach. Oh, hallo. Mein Name ist Pritus. Du bist sicher hier, um die Hateno-Festung zu besichtigen. Von mir aus. Ja, es lohnt sich wirklich, hierher zu kommen. Die Hateno-Festung war Hatenos letzte Verteidigungslinie gegen die große Verheerung. Ich finde, jeder sollte sie einmal im Leben besucht haben. Okay, dann besuche ich sie doch mal. Vielleicht gibt es hier ja irgendwie eine Sehenswürdigkeit oder auch nicht. Es gibt ein Windfähnchen wieder da oben. Oh, ich bin verliebt in diese Festung. Und ein Siegelbötchen gibt es auch wieder. Die Dinger kenne ich doch irgendwoher. Nee, da will ich einmal hier raufklettern zum. Oh. Allein dafür hat sich doch die Reise hierher gelohnt, oder? Ja, das hat sich gelohnt. Ich bin begeistert von der Festung. Ich glaube, ich kann jetzt weiter. Oder sehe ich hier noch irgendwie. Windrädchen in Nahaufnahme. Noch irgendwo ein Schrein oder so? Ups. Da muss ich ja. Was flog denn da? Da fliegen ja Dinge herum. Na gut. Mal sehen, ob ich denn das Türmchen bei Zeiten auch finde. Aber erstmal möchte ich wieder auf mein Hottie. Elegant, wie ich halt so bin. Oh, da ist ein Häuschen. So ein Haus hat natürlich auch was für sich. Da steigen wir doch gleich mal ab, um reinzuschnuppern. Oh, ein Bett, da kann ich schlafen in der Theorie. Und mal wieder ein Tagebuch oder so. Ach nee, sogar ein antiker Text. Hier liegt ein altes Buch. Möchtest du es lesen? Ja, selbstverfreilich will ich das. Es strahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht. Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Okay. Whatsoever. Das war jetzt ein sehr wichtiger Hinweis, glaube ich. Oder auch nicht.
Aber Äpfel gibt es hier noch und nöcher. Upsala. Upsala oder Upsala? Das ist hier die Frage. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nö, keine Truhe, die ich rausfischen kann. Schade. Und was haben wir da? Da ist doch auch irgendwas Interessantes. Das war mal irgendwie von so einem Wagen. Aber der ist offenbar nicht mehr so wirklich frisch. Na dann, komm mal her, Gunther. Lass mich aufsitzen. Oh, was ist denn das für ein Heini? Dann sage ich doch mal Hallo. Jo. Sei gegrüßt, junger Wanderer. Ich bin Welis, der Schatzjäger. Sicher hast du schon von mir gehört. Nein? Gehe von hier aus nach Westen und du erreichst die Athenofestung. Was noch? Nee, weiter kann ich dir nichts sagen. Hey, du! Bist du an Wächterteilen interessiert? Ja, von mir aus. Nee, so teuer, das muss nicht sein. Da sag ich doch lieber auf wieder tschüss. Oh, und da sehe ich auch noch Dinge. Dinge und Details vor allem. Ausdauerling, ja, da kann ich mir Ausdauerfutter machen. Genau, das wäre mal eine Idee eigentlich bei nächster Gelegenheit. Wobei, da war ja eigentlich ein Feuer, aber nicht jetzt. So, nächstes muss die Gelegenheit auch nicht sein. So, einmal so und... Holla, die Waldfee. Ein bisschen Schleimgelee und... Apfel. Und was gibt's denn noch hier? Eine Rute. Eichel. Was ich halt so alles verschleudert habe. Mein treuer Esel. Ja. Oh, da müssten eigentlich Gegner rumtouren. Tun sie auch. Könnte ich mir einen Kampf? Ich glaube ja. So. Da gibt es tatsächlich Dinge. Ja, das ist doch mal ganz angenehm gelungen. Ups. Dann ebenso. Haha. Das Lager ging ja gar nicht mal so schwer. Nicht wahr? Ja, ein paar Holzpfeile sind immer gut. Auch wenn Feuerpfeile noch etwas schöner wären. So ehrlich gesagt. Aber will ich ja mal nicht mehr fordern, als mir zusteht. Gursteichel brauche ich eigentlich gar nicht, aber egal. Bockblinhorn, Bockblinhauer. Noch ein paar Röstäpfel. Das Horn nehme ich natürlich immer gerne. Genauso wie das Grillwelt. So, haben wir hier noch irgendwas von Belang? Ich glaube nicht. Na, dann schnappen wir uns einfach mal hier die Truhe. Und hoffen, dass da was Sinnvolles drin ist. Zum Beispiel ein Opal. Und was ist in die Richtung weiter?
Das ist jetzt nicht mehr die Einkehrstraße, glaube ich, oder? Die war ja auf der anderen Seite. Ah. Da ist auch ordentlich Sprengstoff. Oh, da könnten auch Skelette mal wieder rauskommen. Wir haben wieder Nacht. Da ist es gefährlich. Gefällt mir. Ja, wenn man vom Teufel spricht, da sind sie auch schon. So, dann weg mit euch. Ja, einen Bocklin-Knochen habe ich tatsächlich aufgenommen. Mit dem werde ich dann auch einfach mal kämpfen. Sollte ausreichen für ein paar harmlose Skelette auf jeden Fall. Oh, das ist schon gejagt. Na gut, dann sammle ich nur noch das Fleisch schnell ein. Wild. Ja, nehmen wir doch mal ein paar Glühwürmchen to go. Ach, das zerbricht schon gleich wieder. Das geht ja mal flott. Au. Ich wollte dich doch gerade abschießen, du Mistviech. Kein Respekt hier. Schöne Schlucht. Oh. So einer bist du also. Nehmen wir lieber den Bockstock. Das Schöne ist ja, wenn eine Waffe zerbricht, gibt es zumindest noch extra Schaden. Ha, habe ich doch gesagt. Dann nehmen wir doch mal das hier. So. 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 Und dann können wir immer noch mit dem Teil angreifen. Gut, da ist noch eine Heugabel, eine zweite. Nehmen wir auch sehr gerne auf. Oh, und da ist ein größeres Viech. Da würde ich doch glatt mal sagen, schieße ich mal mit dem Bogen drauf. Wenn ich es denn treffen würde. Und tot ist das Mistding. Gott, habe ich viele Pfeile daneben gesammelt. Aber zumindest ein paar Moblin-Hauer. Und die Pfeile kann man ja wieder aufsammeln. Das ist das Schöne daran. Huch. Ist das Feuer? Ist das ein Schrein? Was könnte das nur sein? Oder ist es einfach die Sonne? Wobei, das macht keinen Sinn. Upsala. Naja, dann nehmen wir hier mal die Keule und gut ist. Ja, da ist noch so ein Viech. Hey! So, zerbricht gleich, ist aber auch egal. Denn ich habe eine Bockkeule. Noch ist es von der Kälte so gerade erträglich. Ah, da ist der Turm. Da will ich hin. Jetzt habe ich ein unbedingtes Ziel. Ja.
Upsala. Nehmen wir einmal hier hin. Explodieren lassen und die Früchte meiner Arbeit ernten. Ah. Wo ist das Viech? Da haben wir es. Ups. So. So geht's auch kaputt. Dann mal hoch zum Türmchen, hoch zum Türmchen. Allzu weit dürfte es nicht mehr sein. Ach du Schande. Ich brauche eine bessere Waffe jetzt. Hey, das ist Wahnsinn. Nicht mit mir, Freundchen. Aber die waren denn doch ganz einfach zu besiegen und machen mir auch nicht mehr so viel Schaden. Da merkt man richtig, dass man wohl selbst von der Bewaffnung mittlerweile etwas angenehmer unterwegs ist. Und der Turm ist in greifbarer Weite. Mehr oder weniger. Der hat ein bisschen Stacheln drumherum irgendwie. Das ist natürlich nicht so schön. Hyrule-Gras. Ja, da kann man ja drumherum kommen, das ist ja gut. Ach, der Regen. Ich sehe schon das Problem gerade. Aber der Regen, der ist jetzt ja auch vorbei. Ah, der Turm macht es mir nicht so einfach, habe ich den Eindruck. Der ist schon ein bisschen anstrengender. Oh Mann, hoffentlich reicht die Ausdauer. Hoffentlich reicht die Ausdauer. Das wird ein ganz enges Höschen. Ein viel zu enges für meinen Geschmack. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach, leck mich doch. Gott, das musst du doch irgendwie schaffen. Einmal versuche ich das noch so und ansonsten muss ich mir doch irgendwas zurechtkochen. So leid es mir dann auch tut. Aber da muss ich doch irgendwie hochkommen können. Kann doch nicht angehen, dass ich das hier nur mit Kraftfutter schaffe. Beziehungsweise Ausdauerfutter. Und verkauft. So, da ist ja noch ein Freundchen. Und tschüss. So viel kann ich ja schon mal sagen. Haben wir vielleicht doch noch hier irgendwie eine Ausdauerspeise? Eine reicht ja, glaube ich, schon aus. Wenn ich ein Ausdauerzeugs habe. Wieso habe ich nichts mit Ausdauer? So, dann brauche ich mal so ein Feuersteinchen.
in die Hand. Und dann so vielleicht. Auch nicht so das Wahre. Boah, wieso kriege ich das denn? Ach, da muss ich doch irgendwo was haben. Wieso habe ich nur Schleichmedizin? Das ist doch scheiße. Ich brauche was zum Ach, Mann, oh. Vielleicht kriege ich das anders gebacken hier. In die Hand. Und Feuerstein. Das muss doch irgendwie... Irgendwie muss ich hier doch Feuer machen können. Wie mache ich Feuer? Essen. Guter Witz. Ha. Jetzt verstehe ich. Man sollte mal die Beschreibung lesen. Das versuche ich dann noch mal. Mit was Metallenem. Nicht ganz. In die Hand. Platzieren wir mal hier so. Dann nehmen wir noch mal einen Feuerstein. Platzieren ihn hier. Jetzt haben wir es. Ja. Das Feuer unterm Kessel, das wollte ich schon sagen, brennt auch. Dann können wir ja mal ein bisschen Ausdauerfood herstellen. In die Hand, in die Hand, in die Hand. Und dann schön Geflügel nochmal dazu. Genau, rein in den Kochtopf. Schön, dass das doch noch geklappt hat. Ausdauerpilzspieß, ja, das ist doch schön. In die Hand. In die Hand, in die Hand. Ach, muss auch jetzt mal ausreichen. Hauptsache die Ausdauer, das ist ja der entscheidende Faktor. Mehr brauche ich ja gar nicht. In die Hand, in die Hand. Und nochmal in die Hand, genau. Wupp, wupp und so. Füllt die Ausdauer auf. Genau das möchte ich ja haben. Und dazu nehme ich noch, nehmen wir nochmal Geflügel hier. Ist jetzt auch schön tagsüber, das ist doch wunderbar. In die Hand, noch so ein Ausdauerling. Und rein damit. So, das sollte hoffentlich ausreichen. Und dann schaffen wir vielleicht doch noch den Turm in dieser Folge. Ich dachte schon, ich müsste jetzt sonst wo nochmal hineilen. Oh, oh, es wird Regen angesagt. Regen ist nicht gut, Regen ist gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob Regen auch hierfür Probleme macht. Weiß zumindest, dass Regen richtig garstig sein kann beim Klettern. Zumindest an Bäumen und Felswänden, aber hier hat man ja zumindest noch so einen festen Stand irgendwie. Ja, Ausdauerpilzspieß, einmal futtern. Bitteschön. Dann klappt's auch hiermit.
Ja, hoffe ich zumindest. Nochmal ein Ausdauerpilzspieß. So, bin ich schon mal so weit. Ja, wenn ich so weit bin, dann schaffe ich auch noch den Rest irgendwie. Ah, hier kann ich eine Zwischenstation machen, offenbar. Das ist gut, das ist gut. Das mache ich doch glatt mal. Und nun muss ich eigentlich nur noch nach oben kommen. Ah ne, gehe ich doch einmal nochmal hier rum. Da kann ich mich nämlich gleich nochmal auf das Plateau begeben. Ja, ja, einfach ist das Zeug nicht, aber muss ja auch nicht alles einfach sein. Es muss nur funktionieren. So, bin ich nochmal hier. Ach egal. Machen wir hier schon weiter. Ich habe ja noch Pilze. Pilzspieße. Hoffe ich zumindest, dass ich genug habe. Um es hier hoch zu schaffen. Ja, endlich. Mit der Macht der Pilze habe ich es geschafft. Huh. Schickerstein erkannt. Schickerturm wird aktiviert. Puh. Das ist ja mal geil, dass ich das geschafft habe. Und damit auch ein Teleporter. Wunderbar. Datenübertragung beginnt. Mal sehen, ob damit auch ein neues Feature kommt. Wie dieser Schreindetektor. Vielleicht gibt es ja noch mal was Ähnliches obendrauf. Aber erstmal gibt es einen ganz großen Landstrich. Der ist noch mal größer als der letzte. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Wuhu! Ja, damit kann man doch gut arbeiten. Aber für heute soll es das dann trotzdem gewesen sein. Die Karte im Detail anschauen tun wir dann einfach mal bei der nächsten Folge. Bis dahin sage ich ciao ciao und schaltet auch wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt. Daddlezeit mit The Legend of Zelda Breath of the Wild.